Gestatten Stefan Kutschke, oder? Kutsche ist eine Abkürzung von Kutschke, wurde mir damals in Leipzig gegeben und hat sich jetzt über Wolfsburg, Paderborn bis Nürnberg gehalten. Und Hanno Behrens, ganz ohne Spitznamen. Ich kann euch ja einen ausdenken, mal gucken, ob er mir gefällt dann. Der eine wusste schon immer, was er mal werden will. Fußballer, immer. Schlimmer. Ja, immer Fußball. Da gab es nichts anderes. Der andere hatte früher noch etwas andere Berufspläne. Ich wollte ursprünglich zur Polizei. Das war mein Traumberuf oder bei der Bundeswehr. Hat aber aufgrund meiner fußballerischen Laufbahn nicht so geklappt. Habe trotzdem eine abgeschlossene Berufsausbildung im öffentlichen Dienst gemacht. Und bin jetzt aber auch über den Beruf Profisportler oder Fußballer sehr dankbar. Auf dem Feld kämpfen beide jetzt für den ersten FC Nürnberg. Der eine im Sturm, der andere im Mittelfeld. Die Clubfans können sich auf folgende Spielertypen freuen. Ja, ich bin, glaube ich, ein absoluter Mannschaftsspieler. Ich versuche immer, jedes Spiel einfach 100% zu geben. Wenn ich 100% gebe, dann kann ich mir selber keinen Vorwurf machen. Also ich werde bis zur letzten Minute immer alles geben, kämpfen. Und ja, ich glaube, ich habe fußballisch auch ein bisschen was drauf, was ich hoffentlich einbringen kann. Also ich spiele im zentralen Mittelfeld als Sechser oder auch Achter. Das sind meine Positionen. Ja, gerne als Achter, da kommt man ab und zu mal nochmal nach vorne und kann ein oder andere Tor mehr schießen. Es wurde schon immer viel diskutiert, ich wurde auch mit dem Schrot verglichen. Aber ich glaube, Stefan Kutschke sollte schon so bleiben, wie er ist. Natürlich spiele ich gerne im Sturmzentrum. Ich glaube auch, dass es aufgrund meiner Statur und Körpergröße andere Positionen habe ich auch schon gespielt. Aber ich glaube, im Sturmzentrum sehe ich mich am ehesten persönlich als typisch mannschaftsdienlicher Spieler. Ja, ich glaube, was die Clubfans immer erwarten können, ist hundertprozentigen Einsatz, Leidenschaft und auch der Wille des Erfolges. Darüber hinaus möchte ich aber auch Tore schießen, das ist klar. Stefan Kutschke ist vom VfL Wolfsburg zum Club gewechselt. Mit Dieter Hecking und Tim Klose kennen dort zwei den Club ja bestens. Selbstverständlich habe ich mit Dieter Hecking gesprochen und auch mit Tim Klose. Mit Tim Klose habe ich täglich in Wolfsburg auch privat Zeit verbracht. Und beide haben mir das bestätigt, was ich jetzt beim Club auch vorgefunden habe. Ja, und beide haben mich auch bestärkt in den Gesprächen, was mich beim Club erwartet. Ja, und was es auch für eine Ehre ist, für so einen Verein zu spielen. Was passiert, wenn es läuft. Ja, was aber auch passieren kann, wenn es mal nicht so laufen sollte. Nicht so gut lief es für Kutsche im letzten Jahr. Bei der Ausleihe nach Paderborn lief nicht alles wie gewünscht. Nein, natürlich war ich auch mit dem letzten Jahr persönlich nicht zufrieden. Ich habe schon mal gesagt, dass ich aber nicht die Fehler irgendwo anders suche, dass ich anfange, dem Trainer die Schuld zu geben oder dass ich Mitspielern die Schuld gebe, sondern ich fange, glaube ich, bei mir selber an. Das ist, war schon immer so meine Devise. Ich weiß, was ich auch verkehrt gemacht habe. Ich weiß, wo es mich verbessern kann. Habe auch schon mit den Leuten hier gesprochen, in welchen Bereichen ich mich verbessern muss, das weiß ich. Und sie haben mich in den Gesprächen auch bestärkt. Für Hanno Behrens lief es die letzten Jahre optimal. Mit Darmstadt ist er erst von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen. In der letzten Saison dann der nächste Aufstieg in Liga 1. Doch trotz Aufstieg ist Hanno zum Club gewechselt. Die Frage nach dem Warum gab es schon oft. Ja, schon häufig. Die musste ich schon öfter beantworten. Und ja, es war eine Entscheidung, die habe ich ganz bewusst getroffen und sie wurde aber auch schon vor dem Aufstieg von Darmstadt getroffen. Aber ich bereue es nicht, freue mich hier sein zu dürfen. Es macht super Spaß und ich glaube, wir können eine richtig gute Saison spielen. Das Aufsteigen liegt Hanno, trotzdem bleibt der Norddeutsche bescheiden, was die Ziele seines aktuellen Arbeitgebers angeht. Also ich habe in Darmstadt gelernt, da haben wir von Spiel zu Spiel geguckt und das hat die letzten zwei Jahre überragend geklappt und ja, genauso gehe ich es hier an. Also jetzt wollen wir die Vorbereitung erstmal gut bestreiten, fit werden und dann uns ja, konzentrieren wir uns voll aufs erste Spiel und versuchen da Punkte zu holen und dann werden wir ja, von Spiel zu Spiel schauen. Ich glaube, für mich persönlich ist es das Beste und ich glaube auch als Mannschaft werden wir die Saison so angehen. Hanno Behrens und Stefan Kutschke. Zwei, die sich schon gut beim Club zurechtgefunden haben. Morgen.